Der junge Mann, wer ist das? Sturmbannführer, wenn ich es richtig erkenne. In dieser Runde? Wenn er sich mit Schöngard gut versteht, dann gehört er zur groben Garnitur. Heidrichs kämpfende Verwaltung. Ich will gar nicht wissen, was unsere Männer im Osten erleben. Herr Hitler? Frau Hoffmann, das wäre eine Freude. Ganz meiner als Gauleiter, was macht der Osten? Zu viele Juden, aber wir arbeiten dran. Dafür sind wir heute hier. Nun ist es so, für mich war das sehr kompliziert, sich diesem Thema zu nähern, beziehungsweise überhaupt diesen Film zu machen. Weil ich hatte 2017, nachdem ich einen Film gedreht hatte mit Bruno Ganz, in Zeiten des abnehmenden Lichts, auch mit der Konstantin, kam die Konstantin mit dem Vorschlag oder mit der Idee, dass, ob ich die Wannsee-Konferenz machen will. Ich hatte davon gehört, natürlich, aber wusste eigentlich, wie viele, überhaupt nichts darüber. Und habe mich dann so im Laufe der nächsten, dann bis Ende 18 eigentlich, damit beschäftigt auch. Ich habe andere Dinge gedreht zwischendurch und dann, nach vielem Hin und Her, wollte ich das eigentlich absagen. Weil ich mir das nicht zugetraut habe, so ein, dieses fürchterlichste Verbrechen, wofür Deutschland verantwortlich zeigte, also der Nationalsozialismus, und das in einen Film umzusetzen, also mit meinen Mitteln, das habe ich mir nicht zugetraut und war sehr skeptisch. Ich habe dann aber der Konstantin gesagt, ich könnte es mir vorstellen unter zwei Voraussetzungen, dass ich wirklich mich konzentriere auf diese Besprechung. Nichts anderes, also keine Bilder von Erschießungen, von Vergasung oder von dieser physischen Brutalität im Film zu zeigen. Und was für Produzenten, für Auftraggeber kommt, noch komplizierter war, glaube ich. Ich hatte gesagt von Anfang an, wenn der Film fertig ist, möchte ich keine Musik. Das, sonst mache ich es nicht. Herr Gauleiter. Meine Herren Staatssekretäre, Kameraden SS. Ich freue mich, dass Sie meiner kurzfristigen Einladung an den Wannsee folgen konnten. Wir dachten, wir entführen Sie mal aus den staubigen Amtsstuben in der Hoffnung, dass wir hier ungestört bleiben. Von den Telefonen und dem Hin und Her der Referenten. Ganz nebenbei sollten Ihre Ämter und Dienststellen die Annehmlichkeiten unseres Gästehauses genießen wollen. Die Nacht hier kostet. Eichmann, helfen Sie mir. 5 Reichsmark pro Nacht und Person Obergruppenführer. Na, so ein Angebot. Darum also sind wir hier. Das Reichssicherheitshauptamt erschießt sich neue Geldquellen. Kleinvieh macht auch Mist, Herr Gauleiter. Ja, man stellt sich Monster vor, aber gut. Also ich will vorausschicken, das ist keine Dokumentation. Der Film erhebt keinen Wahrheitsanspruch. Es bleibt eine Fiktion. Wenn du Schauspieler besetzt, in einer Uniform anziehst, sie in die Maske schickst, ist es eine Manipulation, es ist eine Fiktion, es bleibt ein Spielfilm. Die Charaktere, nun, was man über diese Leute weiß, man weiß eigentlich sehr wenig über diese Leute. Man glaubt zu wissen, wer Eichmann ist. Heidrich hat man gehört von dem Attentat. Freisler kennt man aus 44 von den Prozessen gegen die Stauffenberg-Leute, die Attentäter des 20. Juli. Die anderen hat man eigentlich, kannte man nicht, kennt man nicht. Aber man kennt auch die drei nicht. Ne? Und das Interessante ist ja, dass diese Leute sehr jung waren. Der Heidrich war Ende 37, Eichmann war 35. Lange, der gerade aus Lettland kam, Sturmbannführer, war 31. Also das ist für mich auch überraschend gewesen. Und so habe ich mich auf jeden Fall, was die Alterszusammensetzung danach gehalten. Aber
die Charaktere selbst, so die Beschreibung der Leute, was man über sie weiß, habe ich natürlich, was an Material da war, mich orientiert, aber letztlich bin ich dann doch, sind diese Besetzungen intuitive Entscheidungen. Zum Grund unserer Zusammenkunft bitte ich Sie, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf das meiner Einladung beigelegte Schreiben von Reichsmarschall Göring zu richten. Darin erteilt der Reichsmarschall mir den Auftrag, ich zitiere, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Weiter trägt er mir auf, alle von diesen Planungen betroffenen Zentralinstanzen an der Herstellung dieses Gesamtentwurfs zu beteiligen. Das, meine Herren, wären dann Sie. Und darum also sind wir heute hier. Bei meinem ersten beruflichen Besuch in der Villa am Wannsee habe ich dann den Chef, also den Leiter der Wannsee-Konferenz-Ausstellung Villa gefragt. Sagen Sie mal, wo war denn dieser Tisch? Und da sagt er, wir wissen nicht, ob es wirklich ein Tisch war oder ob es vielleicht mehrere Tische waren. Und es wird wahrscheinlich in diesem Raum stattgefunden haben. Also ich merkte, und da begann die direkte Recherche an dem Film, dass man sehr, sehr wenig wusste, eigentlich gar nichts über diese Wannsee-Konferenz, die gar keine Konferenz war, sondern eine, was ich ja inzwischen wusste, eine Besprechung mit anschließendem Frühstück, so hieß es in der Einladung. Das war geheime Reichssache. Und es ist durch Zufall ist dieses Protokoll gefunden worden bei Martin Luther, dem Vertreter des Außenministeriums nach dem Krieg. Ich habe aber den Schauspielern, mit denen ich Einzelgespräche vorher führte, sehr zwei, dreimal, und ihnen gesagt, was ich von ihnen erwarte und wie ich mir den Film vorstelle. Denn entscheidend ist ja bei so einem Film, natürlich das Buch, der Text, das Thema, ist die Tonlage. Die Tonlage dieses Films habe ich mir immer vorgestellt, dass es den Charakter einer Produktionsbesprechung haben muss. Produktionsbesprechung heißt, wie wir zum Beispiel beim Film oder beim Autobau oder so, du weißt, was du machen willst, du weißt bloß nicht wie. In dem Falle war es so, du weißt, es geht um die Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas, 11 Millionen Juden, 11 Millionen Menschen, was durch den Überfall auf die Sowjetunion 1941 eben so zu einem nicht lösbaren Problem, das kommt ja in dem Film vor, da ging es um Erschießungen und Gaswagen und diese ganzen schrecklichen Dinge. Also musste etwas gefunden werden, um diese Aufgabe des Führers Adolf Hitler zu erfüllen. Und man entschied sich dann für im Laufe dieser kürzesten Zeit, das darf man nicht vergessen, ja, der Überfall auf die Sowjetunion war im Juni 41, der Krieg war 2,5 Jahre alt, ja, und im Januar traf man sich eigentlich sollte es im Dezember stattfinden, diese Konferenz, aber da war Pearl Harbor, die Wehrmacht ist das erste Mal also zum Stehen gebracht worden, massiv vor Moskau. Es wurde verschoben auf Januar. Und da erst begann dieser wirklich einzigartige Vorgang, diese industrialisierte Massenvernichtung zu organisieren. Die Erfahrungen der Geschichte sollten uns eine Warnung sein. Die Römer haben die Juden in alle Welt vertrieben und hielten das Problem für erledigt. Von wegen. Und wir dürfen das jetzt ausbaden. Wer den Volkskörper gesund erhalten will, darf sich nicht scheuen, alle Zerstörungskeime restlos zu beseitigen. Der Jude ist und bleibt der ewige Parasit, der sich ausbreitet, so wie sich günstiger Nährboden dazu bietet. Wie ein fauler Schimmel, der sich auf die Kulturen gesunder Völker legt. Es ist aber elementares Gebot völkischer, nationaler und sozialer Hygiene, den Krankheitserreger bis auf den letzten Herd auszurotten.
Wir planen gründlich und lückenlos vorzugehen. Die Gruppe, die dort eingeladen wurde, ist schon sehr wohl gewählt. Denn es ging ja nicht nur darum, die Aufgaben zu verteilen und zu koordinieren bei dieser gewaltigen Aufgabe, dieser Massenvernichtung, sondern es ging auch, und da bin ich wieder bei dem Tisch, als ich dann mit dem Szenenbildner darüber beraten habe, wie wir das machen, den Charakter einer Vorstandssitzung zu erzählen, nicht? Also jeder kennt oder glaubt zu kennen, wie, ob das jetzt VW ist, die Deutsche Post, die Deutsche Bank oder ein irgendein x-beliebiger Konzern, ist diese Aufstellung dieser Tische, meistens muss nicht sein, aber ein U, also vorne sind die Köche oder der Koch und hier sitzen die Kellner. Und das ist ganz wesentlich auch für den Zuschauer, dass er sofort begreift, diesen Eindruck und das Gefühl für Hierarchie. Schließlich bin ich beauftragt, einen Gesamtentwurf vorzulegen im Hinblick auf die, ich zitiere erneut den Reichsmarschall, Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage. Die Gesamtlösung der Judenfrage ist nämlich genau das, die Endlösung der Judenfrage. Aber wenn ich das sagen darf, was für mich auch immer wichtiger wurde, oder das habe ich dann auch am Anfang auch den Schauspielern gesagt, im Grunde genommen wollen wir ja zeigen, oder wollte ich auch zeigen, wozu wir imstande sind. Und ich betone wir, weil die Leute, die da sitzen, das sind wir. Das sind nicht irgendwelche, die kommen nicht von irgendwoher, sondern das sind Menschen und die sind dazu imstande, so etwas durchzuführen, zu machen, zu planen. Und das war eigentlich der Beweggrund, die Charaktere in dieser Tonlage zu erzählen. Wer uns nicht nützt, wird sukzessive weggearbeitet. Hierfür entstehen derzeit die notwendigen Kapazitäten. Dann ist das Ziel der Reise am Ende für alle Juden dasselbe. Arbeitsfähig oder nicht? Genau so ist es. Sicher werden sich im Rahmen der Lösung dieses Problems noch eine ganze Menge an persönlichen Tragödien abspielen, aber das ist unvermeidlich. Jetzt ist die Situation reif, die Judenfrage einer endgültigen Lösung zuzuführen. Spätere Generationen werden nicht mehr die Tatkraft und auch nicht mehr die Wachheit des Instinkts besitzen. Was wir uns heute als Last aufbürden, wird für unsere Nachkommen ein Vorteil und ein Glück sein. Nun, es ist immer schwer zu sagen, was für eine Botschaft oder was soll man mitnehmen aus so einem Film. Ich glaube, was ich vorhin schon eingangs sagte, das Nachdenken darüber, wozu wir, und das sage ich ausdrücklich, wir imstande sind, wozu wir in der Lage sind, so etwas zu tun und wo Menschenschicksale eine abstrakte Größe sind. Es sind Zahlen und es berührt nicht. Die Leute haben sich nicht gerade auch die sogenannten Schreibtischtäter, das, wann immer dieses Wort entstanden ist. Ja. Das sind Tabellen und Zahlen und das Schicksal, das Leid des Menschen, der Menschen, spielt keine Rolle, weil es eine abstrakte Größe ist, ja. Und was man, wozu vielleicht dieser Film beitragen kann, ist einfach darüber nachzudenken und zu Ende zu denken, was es bedeutet. Und das ist heute genauso, auch in allen Konflikten, in allen Kriegen, die stattfinden derzeit, aber auch bei der Flüchtlingsproblematik, nicht? Zu Ende zu denken, was wäre, wenn es umgekehrt wäre, zum Beispiel. Wenn wir, also die
Leute, die zu denen andere hilfsbedürftige Menschen kommen, wenn wir das wären. Aber letztlich weiß ich es nicht. Es ist ein Spielfilm, der hoffentlich Menschen zum Nachdenken über sich selbst auffordert.